Ja, was soll ich sagen? Wir haben ihn also tatsächlich gefunden, den kleinen Max aus der Mini-Playback-Show. Papa Koch, wenn ihr beide jetzt in die Küche steht, nicht? Und kocht, darf Mama dann raus? Dann darf Mama zum Einkaufen. Das ist uns wurscht, aber sie darf halt nicht außer dem Tor. Doch, sie darf auch bis nach Mainburg, darf sie aber weiter nicht. Das habt ihr alles so geplant, ihr Männer? Ja, wir sind cleverer als meine Mutter. Und immer noch so alles wie früher? Oder darf die Mama inzwischen auch mal einen Urlaub machen? Also mittlerweile hat sie ein eigenes Auto und ist komplett selbstständig. Kann weiter wegfahren als bis Mainburg. Ja. Die 5 Stunden sind gleich geblieben, aber sie kommt davon selber wieder ran. Okay. Aber eine Leine hat Mama nicht an, ne? Was? Nein. Die darf frei rumlaufen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Max, wenn du dir das heute anschaust, wie denkst du darüber und vor allem, wie denkst du heute über all das, was du damals gesagt hast? Ich meine, du warst 4 Jahre alt, also... Ich finde es im Allgemeinen eigentlich nur lustig und bin auf Gleichberechtigung und Respekt erzogen und natürlich war das nur ein Schmarrn, das war halt die Vermittlung meines damaligen Bildes, das meine Mutter bei mir hinterlassen hat, also... Als Hausfrau und selbstständige Frau, die bei uns im Haus arbeitet, war sie eben immer da. Und wir sind nie weiter vormittags als bis Mainburg. Deshalb habe ich das so gesehen und auch so vermittelt. Das war halt deine Welt, wie du sie wahrgenommen hast. Richtig, exakt. Sag mal, wenn du jetzt später heiratest, ne? Dann heirate ich nur eine. Zwar eine aus unserem Dorf, weil die in unserem Dorf kennen fast alle Borisch. Aber ich werde eine Bläser und eine aus Schwaben oder so heiraten. Hast du eine Freundin inzwischen? Ja, seit 2 Jahren. Was sich natürlich alle gefragt haben, die dieses Video gesehen haben, ist, wo kommt sie denn her? Ist es jetzt tatsächlich eine aus dem Dorf oder hast du dich doch zu einer Niederbayerin, zu einer Schwäbin, zu einer Mittelfränkin hinreißen lassen? Es ist tatsächlich eine aus dem Dorf. Sie heißt Sabrina und spricht genauso bayerisch wie ich. Die darf auch wie meine Mama bis nach Mainburg in der Früh. Und dann soll sie wieder zurückkommen. Also ich darf immer 5 Stunden wegbleiben. Und wie weit reicht Ihre Kette? Da wir jetzt in Mainburg wohnen, sind es ungefähr 100-200 Meter bis zum Kilometer. Ja. Okay. Wahrscheinlich wie in allen bayerischen Familien hat sie die Hosen an. In Wirklichkeit. Ja, na. Also wir führen eine sehr gleichberechtigte, respektvolle Beziehung. Ja, wie immer auf die Gleichberechtigung abzielen. Na, ich versuche ihn aufs Glatteis zu locken, aber er ist vorsichtig geworden. Also, liebe Antenne Bayern-Hörer und liebe Antenne Bayern-Zuschauer, das ist er also, der Max, der kleine Max, heute groß und 26, mit einer Freundin aus dem Dorf und die Mama darf auch mal raus. Hat mich sehr gefreut. Danke, mir. Servus. Servus.